Mit einem actionreichen Promi-Biathlon-Rennen wurde in Seefeld der internationale Sportjournalistenkongress begrüßt, der derzeit anlässlich der ersten Olympischen Jugendwinterspiele in Tirol tagt. 300 Sportjournalisten haben sich versammelt, um natürlich auch über den einzigartigen olympischen Hattrick Tirols zu berichten. Denn nach 1964 und 1976 finden derzeit zum dritten Mal Olympische Spiele im führenden Urlaubsland der Alpen statt. Gute Laune und Spaß gewürzt mit sportlichem Ehrgeiz. Für die Wintersportlegenden stand beim Promilauf der olympische Gedanke im Vordergrund. Dabei sein ist alles. Der Startschuss zu den ersten Olympischen Jugendwinterspielen war dann auch das Hauptthema bei den ehemaligen Olympiasiegern und Weltmeistern. Ich finde schon einen gewissen Stolz, sollten wir haben, und ich glaube, viele Tiroler nehmen es jetzt auch richtig wahr. Es wird auch dementsprechend beworben, und gerade für die Jugend ist es eine tolle Sache, wenn es Jugendspiele gibt. Denn ich erinnere mich auch zurück an, damals hat es zwar keine Jugendspiele gegeben, aber es waren die Union-Weltmeisterschaften. Und das war für uns halt damals das Highlight. Es ist sehr schön, dass sich die Jugend hier trifft. Jede Übertreibung, dass ein Olympiasieger in dem Alter das Wichtigste wäre, ist meines Erachtens falsch. Innsbruck hat die Chance, einiges ins Positive zu bringen nach Singapur, wo doch sehr viel Geld geflossen ist. Es beginnt einmal ziemlich sympathisch. Ich hoffe, das Ganze wird so durchgezogen. Einig war man sich, dass die dritte Austragung Olympischer Spiele eine große Chance darstelle, Tirol weiter erfolgreich international zu positionieren. Es hat eine ganz große Bedeutung, das werden wir dann alle einmal in den Geschichtsbüchern lesen, dass es einer so großartigen Region wie eben Tirol, Innsbruck, Seefeld, Kühtai gelungen ist, zum dritten Mal in der Geschichte Olympische Spiele zu veranstalten, damit der erste Ort überhaupt in der olympischen Bewegung. Und nicht umsonst hat das IOC gerade dieser Region das Vertrauen beigemessen, dass wir diese Großveranstaltung mit Bravour abwickeln können. Und das werden wir die nächste Woche beweisen, dass wir das wirklich können. Erstens einmal ist jede Großveranstaltung zunächst ein Fitnesstraining für unsere Region, dass die ganze Zusammenarbeit, die Verbesserungen, die Neuerungen, dass das richtig läuft. Und dann könnt ihr jetzt viel aufzählen, was alles an bleibenden Dingen hier hinterlassen wird nach so einer Veranstaltung. Nicht nur Fähigkeiten, auch Infrastrukturen und vor allem, das ist für mich als Tirolwerber wichtig, eine Olympiageschichte. Nach spannenden Duellen hatte der Promi-Biathlon am Ende natürlich auch Sieger. Ganz oben am Siegespodest standen Dieter Unterberger vom Autohaus Unterberger und Tirol-Skilegende Stefan Eberharter. Auf den Plätzen folgten Bob-Olympiasieger Thomas Schroll, Tirolwerber Josef Margreiter, Abfahrts-Olympiasieger Fritz Strobel und Seefelds Bürgermeister Werner Frieser.